ist Abschnittseinsatz Leiter Oberland. Das ist unsere Spitzenlage Berufsbezeichnung für Martin Sturm. Er ist bei der österreichischen Wasserrettung, also ein ganz ein wichtiger Mann. Wenn es um Rettung geht von Leuten, die irgendwie ja, im Wasser zum Tor haben oder wie auch immer. Ihr habt viele Einsatzmöglichkeiten, Martin, oder bieten da an oder helfen da. Da kommen wir nachher noch dazu. Was für ein Sommer haben wir gehabt, ein gewaltiger. Hat man das auch bei euch gemerkt? Natürlich hat man das bei uns auch gemerkt. Wir haben sehr viele Einsätze am Bodensee gehabt, aber auch an der Backersee, oder? Beziehungsweise auch an der Ill. Ja. Weil das sind sehr beliebte Badeplätze, ja. Und da haben wir immer wieder sehr spektakuläre Einsätze, speziell wenn es ums Fließwasser geht, weil die Leute bleiben ja nicht stehen, sondern die fließen ja weiter mit dem Wasser und da müssen wir also sehr schnell reagieren. Wie macht man das? Du siehst Bodensee, du selber bist jetzt am Bluderzer, wie geht das? Ich meine, das sind 60 Kilometer. Oder? Normalerweise ist das ja so, oder? Wir haben 8 Ortsstellen in ganz Vorarlberg, ja. Und die nächste Ortsstelle übernimmt der Einsatz. Oder jawohl. Die, wo am nächsten am Unfallort ist. Ja. Und je nach Größe wird dann dazu alarmiert von der Rettungsfeuerwehrleitstelle, ja. Oder auch nicht. Ja. Und dadurch, dass wir sehr viele Taucher haben im Bludenz, werden wir meistens immer zu so einer großen Einsätze mit alarmiert. Ja. Da geht es dann natürlich bei uns dann nicht darum, dass wir so schnell wie möglich drinnen sind, sondern dass wir das richtige Equipment einladen. Jawohl. Und dass wir dann mit starker Manneskraft nachrücken, weil die Ersten sind ja schon vor Ort und probieren ja schon die Rettung durchzuführen. Das klingt nach wahnsinniger Ausbildung. Handgriffe müssen sitzen, Rettungskette muss funktionieren, Befehlskette. Wo macht man das, Martin? Also ganz wichtig ist einmal, dass man sofort alarmiert. Weil wenn wir nicht wissen, dass was passiert ist, dann tappen wir natürlich im Dunkeln, ist klar, oder? Und so schneller die Leute reagieren und die 144 anrufen, oder können auch inzwischen schon die 122 anrufen, das ist egal, weil wir haben ein super Alarmierungssystem in Vorarlberg und den werden wir mit alarmiert vom Disponent, ja. Von der RFL. Ja. Und dann geht es natürlich bei uns Schlag auf Schlag, dann kriegen wir das auf den Pipser, den müssen wir sofort einrücken. Also wir führen wir so nach. Wir führen genau gleich. Ja, oder? Das okay. Wird Bergrettung, Wasserrettung, ja, Feuerwehr, ja, Kit, die waren ja. Alle immer gleich alarmiert. Ja. Immer über den Piepser. Ja. Und darum sind wir so sensibel auf den Piepser. Wenn der Piepser geht, dann ist was Dringendes. Okay. Oder wenn wir das aufs Handy kriegen täten, ja, dann lag es mitunter nicht an, oder? Es gibt viele erfreuliche Rettungssituationen, aber auch leider Gottes nicht so erfreuliche. Mhm. Wie ist da? Leider ist es so, dass mehr nicht erfreuliche Einsätze sind, weil im Wasser musst du sehr, sehr schnell sein. Beziehungsweise, wenn der auf 20 Meter drunter liegt, dann haben wir natürlich ein Problem. Oder? Den müssen wir natürlich auf 20 Meter Tiefe suchen. Oder? Das ist natürlich am Land einfacher. Aber wir haben auch sehr, sehr erfreuliche Einsätze. Ich kann da auf einen persönlichen zurückgreifen. Und zwar, ich habe einmal 3 Kinder aus der Ill gerettet. Da hat Dillberg hier Wasser laufen lassen. Die haben sich gerne können auf einen großen Star retten. Und dann sind die Kinder auf dem Star gehockt und ich war der Einzige, der an dem Sonntag im Bludenz war, von der Wasserrettung. Zufällig. Zufällig. Ich bin auf der Couch gehockt und dann bin ich zu dem Einsatz dazu, bin dann um mich, habe dann gesagt, dass ich allein nichts ausrichten kann, habe dann der Polizei um mich gerufen, ich brauche den Hubschrauber und dann haben wir sie mittels Hubschrauber haben wir sie dann gerettet. Oder? Und die Kinder sind jetzt schon Erwachsene, okay. Die haben, kennen mich heute noch. Also die können immer wieder her. Geben wir die Hand und sagen, Dankeschön, dass du zu mir umgegangen bist und gerettet hast. Ein zweiter Geburtstag feiern dir. Auf jeden Fall, ja. Ja. Oder? Schön. Weil du jetzt gerade siehst, Wasser, Ill, mitreißendes Wasser, natürlich in anderer Bäche auch noch, sofern sie Wasser kettern im ja, Sommer. Genau, ja. Du hast da ein Hilfsmittel mitgebracht, wo du siehst, es sei das Effizienteste, um jemanden aus einem Fließgewässer zu holen. Zeig genau. Das einmal, erklär das. Das ist ganz simpel, das ist ein sogenannter Wurfsack. Wurfsack. Genau. In dem Sack drin sind 15 Meter Seil. Das gibt es noch in einer größeren Version, ja. Mit 25 Meter. Ja. Das ist nichts anderes wie ein Seil, wo man in einen Sack einschoppert. Da ist das Ende von dem ganzen Seil. Da machen wir jetzt ein bisschen offen. Da ist das Ende von dem Seil. Da sind 2 Knöte dran, dass man so heben kann. Ja. Oder? Und natürlich mit der Wurfhand. Mit der Wurfhand. Haust du den das einfach und dann fädelt sich das Seil aus. Und dann probierst du das punktgenau dem zu werfen. Wenn er natürlich noch bei Bewusstsein ist. Wenn der natürlich leblos oder im Wasser tritt, dann nützt das Ganze nichts. Oder? Ja. Aber wenn der latent in der Höhe hat,
den kannst du zuwerfen und dann musst du natürlich viel Übung haben, dass du das so punktgenau. Ich denke, das, erstens einmal ist das Wasser, das geht mitunter schnell, fließt schnell. Und wenn du es nicht getroffen hast, rein, wieder zurückholen, rein ins Sack und einmal probieren. Das ist eine Einmalgeschichte. Nein, das kann man füllen mit Wasser. Okay. Dann kannst du es nochmal hauen. Ja, wenn es ein Gewicht hat, kannst du es nochmal hauen. Genau, kannst du nochmal hauen, oder? Ja. Aber meistens ist das so, wir gehen nicht zum Opfer von oben zu, sondern von unten zu. Wir sagen einen Co. Ja, wenn wir so schnell sind. Wenn wir so schnell sind, oder? Ja, dass ihr dort tun oder, dass können, wir so, oder wir alarmieren eine zweite Ortsstelle, die von unten raufkommt. Das haben wir ja die Möglichkeit. Oder? Okay. Und dann kommen wir von zwei Seiten und dann können wir lokalisieren und dann meistens die unten sind, die bauen eine sogenannte Sichtsperre auf. Dann sagen die den und dann probieren die den retten. Oder? Aber auch nicht nur mit dem, sondern auch mit aktiven Schwimmern, die wir natürlich haben, oder? Dass der zu hier schwimmt. Das klingt nach wahnsinniger Ausbildung. Wie gesagt, fassen wir ganz kurz zusammen bitte deine Ausbildung, dass man Wasserretter werden kann, genau. Wenn ich das so sagen darf. Ich habe ganz normal angefangen im Schwimmbad mit dem Helfer, mit dem Retterschein. Das sind so die Grundstufen, wo wir durchleben. Ja. Oder dem wirst du Anwärter in die Einsatzmannschaft. Ja. Da geht es um Erste Hilfe, um Funker, um Fahrer, ums Allgemeine der Wasserrettung geht es. Und wenn das dann durchlebt hast, dann bist du aktives Einsatzmitglied. Ja. Und nachher geht es in die Spezialisierung. Ja. Oder? Wir haben Tauchen als Spezialgebiet, wir haben Nautik als Spezialgebiet, wir haben Wildwasser, Canyoning als Spezialgebiet, wir haben aber auch Erste Hilfe als Spezialgebiet, wie aber jetzt auch neu, auch der Katastrophenschutz. Wir sind schon bald wieder oben. Martin, noch ganz kurz zu den nicht so schönen Fällen. Wasser, Verunfallte sind nicht immer so schön zu machen. Wie geht man damit um? Ganz kurz bitte. Mit viel Reden unter der Mannschaft. Oder? Also wenn man vom Einsatz zurückkommt, nicht gleich verspringen, nicht gleich heimgehen, sondern untereinander mit den Kameraden das verschaffen, ein Bierchen trinken und miteinander reden und dann natürlich auch daheim, der Frau, der Kind, sagen, was passiert ist. Sagen, nicht mit sich selber verarbeiten, sondern mit Leuten verarbeiten. Ich wünsche dir und deinem Team, allen, die mit dem zu tun, viel Kraft und Energie und Schnelligkeit, dass ihr, wenn es notwendig ist, sowas retten könnt. Wir sind auf 14.01 am Muttersberg. Bedanke mich wahnsinnig herzlich, dass du gekommen bist. Hat mich sehr gefreut. Kleiner Einblick in die Leber als Wasserretter. Genau, Und wie gesagt, weiterhin toi toi toi. Viel Glück und danke fürs Zuhören. Ciao. Bitte gerne.